Wir sind hier auf der Karwatz Saloon in Düsseldorf und gucken uns hier heute mal ein paar Kebabs an. Ist auch schon der Pistol Summit 640 Prime. 640 bedeutet, der ist 6,40 Meter lang. Ja, ein schönes Fahrzeug, tolle Farbe. Und den gucken wir jetzt einfach mal von drinnen an. Hier wird er ausgestellt auf Zitronenbasis. Ja, tolle Größe. Schöne Heckgarage. Ist sie gleich im richtigen gelandet, ne? Ja. Schönes Beleuchtungskonzept, muss man sagen. Ja, auch gute Dämmung hier, ne? Guck mal. Jetzt können nur zwei Leute rein, ne? Der kostet im Grundpreis 49.699 Euro und so wie er hier steht mit allen Aufpreis, das heißt mit Holzdekor, Wohnwelt Alternativ Samba, All-In-Paket Citroën, Alufelgen 16 Zoll, Klimaautomatik und so weiter kostet der 57.291. So, dann gucken wir mal rein, hier mit den schönen Dometic-Kühlschrank, 100 Liter. Auch hier wieder von beiden Seiten öffnbar, wenn man mal von draußen ran will oder von drin. Ja, Palisander-Optik mit eigentlich schönen optischen Schränken. Gutes Dekor. Ja, hier lässt sich das bequem sitzen, ne, oder? Erstmal so ein Raumgefühl haben. Herrlich, ne? Vom Platz her ist es optimal, ne? Absolut. So, die Tomatic. Weiß ich allerdings nicht mehr, wie ich die zukriege. Ah ja, so. Zeig mal die Schublöcher. Die Herzzündung mit zwei Kochfeldern. Hier ist eine zwei Steckdosen dran für Thermo. Ah ja. Ja, und Staufächer ohne Ende. Ne? Auch in diesem Line-Look. Es zieht sich komplett durch den Wagen halt durch. Hier oben hat man übrigens auch ein tolles Beleuchtungskonzept. Hat man nochmal die Schalter dafür, tolles Beleuchtungskonzept mit einem schönen Dach und einem Sonnendach. So, schauen wir die Schubfächer an. Ja. Unten hat man auch genug Platz, ja, bei den Schubfächern? Ja, also eigentlich ist hier genügend Platz. Die Küche finde ich auch ganz groß eigentlich. Ne? Wenn du siehst, hier hast du eine Ablagefläche da, hast du eine Ablagefläche da nochmal. Ja. Ja. Also da kannst du nichts sagen. Hier unten drunter hat man nochmal einen Kleider. Kleiderhaken, ne? Genau. Mhm. Also ein Kleiderschrank. Hier kann man, glaube ich, auch alles einklappen, ne?
Ja, von der Größe her, ne, es sind Längsbetten. Ja. Was ich auch ganz toll finde, ist, dass man hier eigentlich mehr oder weniger so reinsteigen kann. Ne? Ja, durch die Höhe, ne? Ja. Das ist sehr bequem, ne? Ja. Ja. Passt von der Größe her. Von daher. So, hier hat man schön das Schwenkbad. Ist gerade im Bereich der Dusche. Wow. Das ist toll. Ja, da hat man auch so einen extra Schrank. Nochmal auf, bitte. Schränkchen hier drin. Ja, kann man sein Kosmetikzeug reinpacken. Duschzeug reinpacken oder Zahnbürste etc. Genau. pp. Ja, schöne Beleuchtung auch, ne? Ja. Und auch von der Größe her ist es optimal. Da kann man auch die Kassette von außen leeren. Das hat gerade jemand gemacht. Und da haben wir auch den automatischen Spülkasten. Ja, zum Spülen auf jeden Fall. Ne? Ja. Aber es ist schon interessant. Schwenk nochmal rum. Ja. So, hier wäre dann die Dusche. Genau, hier wäre dann die Dusche. Passt es auch von der Größe her, ja, ne? Nee, bei mir sowieso. 1,58. Da oben ist auch schön, dass man da ein Fenster hat, ne? So ein Hickey. Ja. Also hier ist zu, aber hier ist das Fenster. Genau. Ja. Das ist zu und das ist. Ja, kannst du ruhig mal ziehen. Zieh mal. Ja, ja. Ah. Genau. Ah, okay. Mhm. Ja, und da kann man ja auch für notfalls hier, glaube ich, nochmal zumachen. Genau. Fliegenschutz. Ja, super. Ne, und da hat man auch nochmal einen Ablagebereich. Ein kleines Fach oder so. Ja. Wenn man was reintun kann. Genau. Ja, super. Also das gefällt mir richtig gut. Generell sind die Fenster hier sehr schön, so kann man überall zumachen. Mhm. Und auch Fliegengitterschutz, ne? Das gleiche, glaube ich, auch vorne, ne? Ja. Vorne kann man es jeweils hochklappen. Sehr schön. Ja. Ne? Lässt sich auch bequem sitzen. Und den Tisch lässt man, glaube ich, ausklappen. Ne? Kann man wunderbar rumklappen. Tolle Geschichte, ne? Schöne Größe, ne? Ja. So, jetzt gehe ich nochmal raus, um das mal zu zeigen, wie Platz man hat. Ja, sieht toll aus. Rundum ein schöner Camper. Ja, das ist schön. Was muss der? Jetzt zeige ich es nochmal auf der ganzen Perspektive. Der hat natürlich auch 16 Zoll Reifen. Und offiziell angemeldet sind 5 Sitzplätze mit dem tollen Skyroof. Das war der Summit 640 Prime.